Wir haben Dienstag und wir haben einen Gast zu Gast. Ja. Den Falko Niestulik. Hallo, grüß euch. Falko, schön, dass du gekommen bist. Dankeschön. Du bist in Berlin geboren, nach Österreich gezogen. Das ist ja irgendwie grob fahrlässig. Du bist der erste Berliner, der wegzieht aus Berlin. Ja, also grundsätzlich war es so, ich bin in Berlin geboren, war da bis zur Wende quasi und bin dann mit meinen Eltern nach Hamburg, habe da Schule, Ausbildung etc. gemacht und ja, dann hast du halt in Hamburg deinen musikalischen Werdegang quasi so angefangen und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, warum sich auf dem Territorium jetzt da messen, haust du lieber ab. Und, aber man geht ja nun nicht von Hamburg einfach so nach Wien. Was war der Grund? Die Liebe? Auch, aber hauptsächlich war es eigentlich der Job. Also ich habe Palatschinken. Ja, also das Essen ist wirklich gut. Aber bei dir tu nicht so echt. Ist, wie gesagt, du kennst ihn. Egal. Ja, doch, er hat schon, seit er in Wien wohnt, erst ist er schon ein bisschen leimend geworden, weißt du? Ja? Passt schon. Na, es so. ist halt. Ich habe halt für eine große Hotelkette gearbeitet und bin halt so nach Österreich gegangen und habe halt immer nebenbei noch einen Hauptjob gehabt. Weil auf die Musik sich zu verlassen, war damals ja schon absehbar, dass es schwieriger wird. Aber ich einfach aus Sicherheit und bin dann über eine Hotelkette quasi nach Österreich gekommen und bin mittlerweile, ja doch jetzt über 8 Jahre dabei und fühle mich da sehr, sehr wohl. Und, wo jetzt, im Hotel oder in der Musikbranche? Ich mache es mal ein Scherz, kleiner Jahr. War ziemlich lustig, du hast nicht aufgepasst. Das war es nämlich, verstehst du? Total lustig. Ja, du hast nicht aufgepasst. Genau, so jetzt passen wir. Jetzt nichts mehr. Super. Nein, also wie gesagt, also ich fühle mich in beiden wohl und ja, liebe Österreich nach wie vor und habe jetzt auch nicht vor, das Land zu verlassen. Ja, der Heider ist tot. Wie lange dauert das jetzt, bis du deinen österreichischen Pass überkommst? Sie hätten ihn mir schon angeboten, aber ich habe ihn abgelehnt. Was, abgelehnt? Ja. Müsst ihr trotzdem noch. Nee, ich glaube, nach 7 Jahren wird einem das angeboten, aber ich habe es abgelehnt aufgrund der Nationalmannschaft. Ach so, klar, natürlich. Und, du willst ja nicht für einen Krankel spielen oder für einen Prohaska. Es ist halt so, einfach wenn du den Fernseher anmachst und die Nationalmannschaft spielt, dann, nein, Quatsch, jetzt Spaß beiseite, aber nein, ich behalte meinen deutschen Pass nach wie vor. Aber zwei Staatsbürgerschaften? Geht nicht, ich hätte mir eine aussuchen. Geht nicht? Nee. Och. Nö. Dachte, ging sowas. Obwohl, haben sie mir jetzt nicht weiter ausgeführt, aber die österreichischen Behörden sind ja da ein bisschen die eigen. Ne? Die haben schon ihre Gründe her. Die haben schon ihre Gründe. Ja. Schon wissen, warum sie es machen. Die werden schon wissen, warum sie es machen. Ne? Na, die Österreicher. Aber seit 2002 produzierst du, ist das richtig? Genau, ich habe 2002 angefangen und die erste Platte 2005 erst rausgekommen. Also ich habe doch zweieinhalb Jahre. Genau, ja, du sitzt halt in Österreich in deinen Bergen, ne? Bestellst dir Logic, denkst, jetzt kann es losgehen. Das ist jetzt schon deine Frage. Quasi jetzt geht's los und dann hat es aber doch ein bisschen gedauert, bis was Hörbares bei rauskam. Und hat dann wiederum nochmal 5 Jahre gedauert, bis es dann sich auch gelohnt hat. Aber jetzt geht's ab, oder? Derzeit kann ich mich nicht beschweren. Also 2011, 12 war bisher die erfolgreichsten Jahre. Und aber wie gesagt, wir arbeiten noch dran und wie gesagt, Erfolg ist ja immer so eine Sache, es macht dann einfach irre viel Spaß und jetzt, man lernt jeden Tag dazu, mal gut, mal schlecht und macht Spaß, ist aber auch wahnsinnig anstrengend. Du hast mir vorhin erzählt, wir haben uns ja auf der Mayday kurz gesehen, aber da ging es dir nicht so gut, weil du halt einfach total gestresst warst. Ne? Du hast Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder so aufgelegt? Oder? Ich habe relativ viel vorher aufgelegt, ich habe das absolut unterschätzt. Das werde ich auch nie wieder tun. Ich habe, wie gesagt, halt noch einen richtigen Job und habe gearbeitet, aufgelegt, gereist, Familie zu Hause. Das ist alles ein bisschen viel gewesen und die Aufregung der Mayday noch dazu. Und habe leichtigkeitshalber quasi am Tag der Mayday morgens um 5 noch für meinen Arbeitgeber was getan, 4-5 Stunden im Büro. Das hätte ich vielleicht dann doch lieber lassen sollen. Und die Aufregung war dann natürlich auch da und irgendwann ging es dann, wie gesagt, ich bin ein bisschen nervös. Jeder, der mich kennt, weiß vom Auftritt. Du willst alles geben. Ja, aber ich bin halt auch wahnsinnig nervös und wie gesagt, diese Nervosität ist auch eigentlich das, was ich mir behalten möchte. Nur bei der Mayday habe ich es halt absolut unterschätzt. Bist du noch nervös, wenn du auflegst? Was? Du bist gerade eingeschlafen. Naja, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, weil er so gesagt hat, er hat noch Familie und Job und noch auflegen und dann Montag geht's hin. Jetzt mal, schmeißt du den Job, wenn es jetzt richtig losgeht? Weil, also, das ist ja kein DJ-Lifestyle in dem Sinne. Also, ich mag mich jetzt erinnern, wenn man das wirklich lebt, dann ist man im Sommer, gerade in der Hochsaison, 4, 5 Tage, 6 Tage die Woche am Auflegen und unterwegs. Und in der Regel ist man ja auch kein Kind von Traurigkeit, das heißt, kommt die Feierei dazu, die Fliegerei, die Sauferei,
die Groupies, die zerstörten Hotelzimmer, all diese Dinge. Sauferei? Nein. Also, das, ich würde es, also ich würde es nicht hinkriegen. Mich will auch keiner im normalen Job mehr sehen. Außer hier natürlich. Aber obwohl, bei der Generali in Österreich könntest du schon... Also ja, zum Beispiel. Also, verstehst du, was ich meine? Versicherung würden sie dir abkaufen, für mich, ne? Gibt es keinen Weg zurück. Ich muss nach vorne schauen. Aber was, wenn du jetzt vor der Wahl stehen würdest, sagst du, jetzt, weil du sagst, jetzt ist gerade so für dich Peak Time. Es geht gerade richtig los. Du hast ja jede Menge Remixes gemacht letztes Jahr. Du bist ja in aller Munde. Ja, hast auch alle großen Festivals jetzt so langsam mal durch. Was kommt denn jetzt? Sagst du zu deiner Alten, Servus, ich schleich mich, oder sagst du? nein, also ganz ehrlich, die Frage stellt sich noch nicht. Es hat, ich habe einen super coolen Chef, der akzeptiert das auch und mein Büro schaut auch dementsprechend aus. Also ich kann das so ein bisschen auch in die Arbeitszeit nicht ganz mit einfließen lassen, aber er hat zumindest kein Problem, wenn ich telefoniere. Was eigentlich mittlerweile die Hauptzeit ausmacht, E-Mail schreiben und telefonieren. Also Musik machen ist, glaube ich, noch so, früher saßst du irgendwie 80-90% im Studio, mittlerweile schreibe ich mehr E-Mails, als dass ich produziere. Aber den Punkt gab es noch nicht. Also wie gesagt, da trennen uns ja noch liegen. Ja, also ja, ich hab jetzt nicht von mir gesprochen. Ja, ja, um Gottes Willen, also um allgemein. Also ich bisher, nein. Also ich sage es mal so, ich habe einen guten Job, ich verdiene gut, das ist alles sicher, die Fixkosten sind gedeckt, ich brauche mir keine Sorgen machen. Wenn es jemals zu dem Punkt kommen sollte, werde ich nochmal nachfragen. Steve Angelo sagt immer, ich fand dein Remix für mich so geil, ich möchte, dass du mich jetzt produzierst. Ah, Blödsinn, komm, ganz ehrlich, das passiert heute alles nicht mehr und selbst wenn du mal einen guten Remix... Das passiert heute Steve schon. Angelo, dem ist alles zuzutrauen. Bitte? Steve Angelo ist alles zuzutrauen. Ja, nein, aber also in jeder Hinsicht gibt es immer wieder... Ich würde mich wahnsinnig freuen. Guck mal, der Martin Solveig hat jetzt auch das Madonna-Album produziert, zum Beispiel mal und so. Ja, also gut, ich sag mal so, wenn sich der Punkt jemals da geben sollte, ist es natürlich so, dann tut man, irgendeinen Weg wird es ja schon geben. Hm. Aber wie gesagt, noch bin ich davon weit weg, um mich da so zu... Kommen wir jetzt mal zu dir, denn es gibt was Neues. Deswegen bist du ja hier. Deine Compilation, United States of House, läuft sehr gut. Jetzt kommt die dritte raus. Die dritte kommt jetzt. Schwerer Kampf. Ist eigentlich aus einer Idee entstanden, Dinge auf eine CD zu packen, die ich wirklich spiele, die ich gut finde, die sonst zwar auch Platz auf anderen Kopplungen finden, aber wo die Leute quasi den Track zur selben Zeit haben sollen wie ihr Lieblings-DJ. Und das geht irgendwie so ein bisschen, ist mir so ein bisschen also verloren gegangen. Unveröffentlichte Sachen oder Sachen, die gerade erst gekommen sind. Also jetzt auf der nächsten sind 14 Titel, die quasi ja, zeitgleich in den exklusiven Verkauf bei Beatport gehen oder noch lange auf ihr Release warten. Und ja, quasi, ich habe die... Eine Upfront-Compilation quasi so. Ist relativ schwierig, relativ aufwendig, deswegen gibt es auch nur ein bis maximal zwei im Jahr, weil ich das Tracklisting, also ich habe sie gestern abgegeben, ja, also quasi ich gebe sie ab und vier Tage vorher fange ich jetzt mit dem Anfragen an und habe natürlich immer schon so viel durchs Telefonieren, durchhören, wer spielt was, wo kommt was raus, wo könnte das kommen und schreibe schon lange im Voraus die Künstler an und sage, Mensch, du, für die Kopplung, wir zahlen nichts, aber du wärst dabei. Und ich bräuchte auch noch, ja, ganz ehrlich, kommt sogar an. Ja, ja, logisch. Und wie gesagt, gibt ganz witzige Sachen. Also Eric Morillo war ganz begeistert von den ersten zwei, dass sich auch spontan dazu hat hinreißen lassen, dann irgendwie spontan ein Pool-Video zu machen. Bob Sinclair war auch... Dreht er ja immer ein Pool-Video, der Erich. Ja. Jedes Wochenende, ne? Also... Mit anderen Mädels hat er immer. Also nein, aber Eric Morillo ist dabei. Eric Morillo ist dabei, Bob Sinclair ist dabei. Wir haben vier ganz neue Künstler, die noch gar keiner hier auf dem Schirm hat. Die sind mir natürlich auch zum Teil nahegelegt worden. Ist es CD2, ist, also CD1 ist halt sehr direkt, also sehr hart und sehr knackig. CD2 ist halt quasi entspannt. Also alles das, was ich gespielt, vom Tech House bis wirklich Progressive. Ja, sag und, mal ein paar andere Namen, wir müssen die Leute hier auf den Ton. Ja, also wie gesagt, neue Platte von Cosmo Klein ist schon dabei. Mit Tokalisco Mix oder was? Na, was ganz anderes. Ja, ganz, ganz anders. Der war ja vor kurzem hier und hat hier schön live gesungen, der Cosmo. Da, wo du gerade sitzt. Knaller, aber wie Knaller. Gesagt, ganz ehrlich, für deutsche Gesangsverhältnisse ist der, ich finde den gigantisch. Ja. Dann ist eine Toni Romero. Habe ich vorher auch nicht gekannt, ist mir nahegelegt worden von den DBN-Jungs. Ist das nicht der von Al Pacino, die eine Rolle da aus Scarface? Das ist der Bruder von Nicky Romero. Das ist der Bruder von Nicky, ist er nett. Okay, aber weiter. Ist er nicht, ist er nicht. Ist er nicht, ja. Dann haben wir einen guten Namen schon mal. Ah. Ist, sind kleinere Acts dabei, wie Hannes Brunisch aus Österreich, dann Kidas FM hat noch ein bisschen was dazu beigesteuert. Und das Schöne ist, absolut, und wie gesagt, da kommen halt auch Sachen, die wirklich, wirklich cool sind. Natürlich haben wir das erste Mal die Last Days of Hip-Hop von uns drauf.
was ja ein bisschen schwierig war mit dem Sample, bei der haben wir gesagt, okay, riskieren wir, die Auflage ist nicht so hoch, da tut es nicht so weh. Oh, wir sagen jetzt nicht, von wem das Sample ist. Doch, können wir ruhig sagen. Ja? Also ja, also wir haben halt, also lustige Geschichte, das Ding lag auf meinem Laptop, also ich habe den Sample gefunden, ich weiß aber nicht, woher kam. Ich habe keinen Schimmer. Ah. Abgespeichert, so, ich weiß nicht, woher kam, er lag einfach da. Und er war ganz sauber und ich habe ja auch keine Ahnung gehabt, was das ist. Und dank iPhone habe ich dann auch rausgefunden, wer das alles schon gemacht hat. Und dachte mir, okay. Gut, wir haben jetzt die Rechte in dem Sinne so bekommen irgendwie, also über ein paar Ecken. Kannst du sagen, wer dahinter steht? Charles Avenue oder so, von 1956, war eine Chansonplatte, geklaut. Charles Aznavour. Ja, genau. Geklaut hat sich Dr. Dre. Genau, durch den Dre ist halt so richtig bekannt richtig geworden. Bekannt geworden, genau. Sean Paul hat das gemacht mit dieser Pornotante. Chanda Paul. Und ja, wie gesagt, wir haben halt versucht, das Ganze spritzig locker zu halten. Ja. Wir hoffen es. Wie gesagt, läuft gut. Olaf Basowski, Supermix gemacht. René Amisch, wieder erwartend, Supermix gemacht. Olaf Basowski gibt auch noch. Ja, super. Wie gesagt, wir haben ihn... früher geliebt, Samplitude-Reihe. Ey, super, ganz ehrlich, Superstar. Olaf, Top-Produzent. Top-Produzent. Der ist halt so, ja. Die haben leider noch kein Produkt hier, weil die halt so ganz neu ist, die United States of House 3. Aber wir verlosen die trotzdem einfach mal. Mhm. Also schickt mal eine Mail an win@facemac.de. Und? Stichwort Falconistolik. Und ihr gewinnt eine von 5 CDs und eine von 2 Kappen. Ich finde die Kappen ein bisschen cooler, weil ich die CDs noch gar nicht sehen kann. Ne? Also ich finde die Kappen super. Übrigens, ja. Es gibt wirklich auch nur 5 Stück davon, von diesen Kappen. Weltweit? Ja. Nicht schlecht. Ja, vielleicht könnt ihr noch mal ein paar mehr machen. Also wie gesagt, ich schicke euch noch 3 zu. Wie gesagt, dann habt ihr alle. Ja. 5 und 5. Super. Super Sache. Ja, sehr schön. Dankeschön. Und ja, sehr schön. Schön, dass du da warst. Dankeschön, hat mich auch wahnsinnig gefreut. War eine lange Zugfahrt von Salzburg hierhin. Aber schön, ich habe das Land gesehen. Du hast das Land gesehen, und, ist auch mal schön. Deutschland hat sich nicht verändert, leider. Deutschland ist ein schönes Land. Sag mal Franz Beckenbauer in der Erdinger-Werbung. Auf jeden Fall, ja. Oder? Hat er mal. In der was? In der Erdinger-Werbung. Erdinger Weißbier. Erdinger Weißbier. Der Erdinger Weißbier. Kannst du das Lied singen zum Abschluss für uns? Komm, bitte. Jetzt komm. Jetzt komm, sing das Lied komm, jetzt. Für uns. Einmal versuch's mal. Ich kann nur Behrensen singen. Ja, dann sing doch das. Nein, sing ich auch nicht. Also schön, dass du da warst. Dankeschön. Sven will kein Lied und singen. Weißt du was, ich fand es so nett mit dir, komm doch einfach morgen mal wieder, dann machen wir mit dir die Plattentipps, oder? Okay, dann bleib ich noch. Hast du schon so weit einen Weg gehabt, oder? Sollen wir morgen noch auf einladen? Geht's, logisch. Okay. Also, bis morgen, da gibt's Plattentipps, das war's, ciao bei FaceTV. Dankeschön.